Das Promi-Geflüster. Wir nähern uns bald der 800. Ausgabe. Das habt ihr vielleicht schon bemerkt, liebe Freunde. Ja, jetzt waren wir mal wieder ein Stück weit im Schlager, im reinen Schlager unterwegs. Jetzt wird es mal wieder ein bisschen volkstümlich. Ja gut, volkstümlich ist ja eigentlich auch nicht so ganz das Richtige. Ja, die haben da die Band, die ich jetzt hier bei mir gleich begrüße, die haben so eine Eigenart entwickelt. Also sagen wir mal so rockige Volksmusik. Den Vertreter, den Sänger, den Leadsänger, den habe ich jetzt bei mir im Interview. Ich sage einfach mal Hallo und herzlich willkommen, der Sänger von den Drohklauern. Grüß dich. Jawohl, Servus und Hallo, hier ist der Dommel von den Drohklauern. Hallo Frank, freut mich, dich hier zu sehen, ja. Ja, ich mich auch natürlich, dass das mal endlich klappt. Ich sag, begegnet sind wir uns in den letzten Jahren schon öfters bei der einen oder anderen Fernsehsendung, ganz klar. Richtig, aber ja. So einem Interview hat es komischerweise noch nie wirklich gereicht. Promi-Geflüster gibt es jetzt dann, oder ist dieses Jahr 16 Jahre auf dem Markt sozusagen. Und die Drohklammer, Klammer haben es gerade erwähnt, wir feiern nächstes Jahr euer Jubiläum. Genau, also im Jahre Anno Domini 2004 war unser allererster Auftritt, was ja auch nur als einmaliger Auftritt geplant war. Und dann ging es weiter und weiter. Und jetzt haben wir nächstes Jahr, planen wir schon die große 20 Jahre Drohklauer Tour und ein großes Open Air mit verschiedenen Gästen. Da sind wir schon groß am Planen jetzt. Ja, zu Hause seid ihr in der Oberpfalz, gell? Das ist richtig. Genau. Wir kommen aus der schönen Oberpfalz. Wer jetzt überlegt, oh, wo ist denn das? Das ist im hohen Norden von Bayern. Ich sag mal Regensburg, Hof, Bayreuth, Weiden, das wäre so die Ecke. Nahe der tschechischen Grenze und auch nahe zu Oberfranken, was ja Bayreuth jetzt wäre. Und dadurch wachsen wir quasi zweisprachig auf. Wir können Oberpfälzisch reden. Ho, ho, wir sagen da viele zu Oberpfälzisch. Und wir können Fränkisch reden, also mehrsprachig aufgewachsen. Dann gibt es dann den Spruch Allmächt zum Beispiel. Allmächt noch einmal und drei im Weckler lassen wir mal da. Ich finde schön, also Dialekt, doch, das lieben wir. Das ist immer wieder herzlich willkommen, ganz genau. Und ich denke gerade auch in Bayern, da gibt es so viele Unterschiede. Gerade eben hier Pfalz, Franken, dann natürlich die richtigen Bayern. Die darf man auch nicht vergessen. Oberbayern, Unterbayern, Mittelbayern. Da gibt es so viele, die versteht man ja fast dann gar nicht mehr. Gell? Ja, aber das ist bei uns, also Troglau liegt ganz nah an der Grenze zu Oberfranken. Und wenn du da, ich sag mal, 10 Kilometer fährst, sprechen die einen komplett anderen Dialekt als wir hier. Aha, sehr schön. Ja, ihr habt auch ein ganz neues Produkt jetzt am Start, weil es jetzt die Tage Ende Mai sozusagen erscheint. Und das hat den ganz einfachen Namen, wie die Band heißt, Drohklauer. Ganz genau. Wir haben uns jahrelang den Kopf zermartert, welchen Titel wir wählen sollen für die CD. Und hatten ja auch durch die schöne C-Zeit nachzudenken. Und nach langem Hin und Her haben wir uns dann entschlossen, wir entscheiden uns für Drohklauer. Da ist alles gesagt damit. Genau. Also da ist alles drin, bunt gemischt, genau. Und natürlich, so wie man es gewohnt ist, wieder hier so rockige Volksmusik, oder? Genau. Wir haben das große Glück, dass wir so gut wie keine Vorgaben von Plattenfirma oder Management bekommen. Das heißt, wir sind da völlig frei in der Entfaltung und können da mehr oder weniger machen, was wir wollen. Dadurch haben wir auch auf der CD jetzt eine schöne Mischung drauf. Wir haben ein paar richtige Heavy-Volksmusik-Songs, also wo es knackig mit Gitarre zugeht. Wir haben ein paar Songs, die ein bisschen mehr poppiger sind. Und wir haben natürlich auch ein paar eher ruhigere Songs. Und, Entschuldigung, wir haben, das ist eine, also ich zeig's mal her schnell, so schaut sie aus, ich schaff's schon, ja.
Ich blende es auf alle Fälle Zurück. nochmal. So ist perfekt, genau. Richtig. Jetzt, so schaut sie aus. Und es ist eine absolute Weltneuheit. Nach meinen Recherchen war das noch nie da auf einer CD. Du merkst schon, was kommt jetzt? Die Jetzt Spannung kommt. steigt. Es ist die weltweit allererste CD, die im Mai veröffentlicht wird, wo ein weihnachtlicher Wintersong drauf ist. Okay, Ist okay. tatsächlich so. Wir haben letzten Winter den Song Juche, der erste Schnee, rausgebracht und haben jetzt gesagt, Mensch, jetzt der muss auch mit drauf auf die CD. Scheißegal, ob der jetzt im Mai erst rauskommt. Wir machen da den Wintersong mit drauf und dann Ja, du. singen wir da Juche, Juche, der erste Schnee. Du, vielleicht ist es ja jetzt dann ab Juni warm und heiß ohne Ende und da sehnt man sich natürlich schon vielleicht an so eine kleine Abkühlung, musikalische Richtig, Abweise, ne? richtig, ja. Dann, das Lustige ist ja, wenn man so einen Song released, jetzt für Winter, dann wird der ja im November, Dezember released. Das heißt, du hast ja auch einen großen Vorlauf in der Regel. Das heißt, man nimmt den Song eigentlich im Sommer auf, was auch bei dem Song genauso war. Das heißt, man steht im Juli bei 30 Grad in einem hitzigen Studio und singt Juche, der erste Schnee, und versucht da irgendwie mit einer Kerze und ein bisschen Glühwein Weihnachtsstimmung aufzubringen. Super, toll. Ja, genau. Also, ich glaube, die Zuschauer, die können sich das gar nicht so vorstellen, was manchmal so alles in den Studios passiert. Ganz Oh genau. ja, oh ja. Jetzt kommen wir mal zu ein paar Facts von euch. Ich habe es gerade hier da so mal aufgeschlagen. Über 32 Millionen Streams auf Spotify. Ist enorm. Danke für diese Zahl. Ich hätte es tatsächlich nicht gewusst. Oder weiter geht's, so rund 28,4 Millionen Klicks auf YouTube. Auch das starke Leistung. Faszinierend. Ich muss, Moment, ich muss mitschreiben. Ich muss echt Dann. zugeben, ich habe solche Zahlen eigentlich gar nicht präsent. Ja. Und da spreche ich, glaube ich, für alle Truglauer. Wir sehen uns schon immer noch als kleine Band aus der Oberpfalz, und solche Zahlen hauen einen dann eigentlich komplett um, wenn man da hört, millionenfach gestreamt und auf YouTube Genau. geschaut. Das ist eigentlich gar immer nicht so fassbar und so, ja, Ja, da denkt man dann tatsächlich. dann gibt's den nächsten Punkt. Ihr seid der Erfinder der Heavy Volksmusik. Das habe ich vorhin gesucht. Genau, die Heavy Volksmusik. Also ihr kommt mehr Genau. sonst so aus dem Heavy Metal Bereich. Ist das dann eher euer Ding gewesen am Anfang sozusagen? Also Genau. vor Troglauer? Vor Troglauer waren wir eigentlich alle in ja, richtigen Rockbands unterwegs. Ich selber war 10 Jahre Sänger einer ACDC-Coverband, war da deutschlandweit unterwegs. Und dann kam es zu dem ja, Ereignis, dass die Rocker mit Volksmusik angefangen haben. Also hat sich so, darf ich die Geschichte schnell erzählen? Haben wir Natürlich, so viel unbedingt, Zeit? unbedingt. Ich erzähle es immer wieder gern, weil es einfach lustig war damals. Und zwar der Sportverein, wo wir eigentlich alle so dabei sind, hatte ein Fest, und die haben für den Sonntag eine bayerische Musik gesucht, volkstümliche Musik, haben aber nichts gefunden. Jetzt sind die auf uns zugekommen und haben gesagt: Leute, ihr müsst uns helfen, ihr müsst irgendwas mit bayerischer Musik am Sonntagabend machen. Helft uns da aus der Patsche. Da haben wir gesagt, naja, wir können die nicht helfen, nicht sitzen lassen. Mir ist eingefallen, irgendwann mal in meiner Jugend habe ich Akkordeon gelernt, haben wir gesagt, wir müssen da probieren, ob wir nicht ein paar bayerische volkstümliche Songs zusammenkriegen. Die waren natürlich dann unterlegt mit den E-Gitarren und dem Rocksound. Und dann haben wir parallel dazu ein paar Rocksongs versucht, ins bayerische Volkstümliche zu übersetzen. So ein Highway to Hell mit Akkordeon und solche Geschichten. Und ja, dann kam dieser erste Auftritt. Die Namensfindung musste schnell gehen. Wir waren in Troglau. Okay, dann nehmen wir uns Troglauer. Und natürlich war an diesem ersten Auftritt, Konzert,
das Zelt rappelvoll, weil alle gesagt haben, das wollen wir sehen, wenn die Rocker versuchen, Volksmusik zu spielen. Und das war quasi die Geburtsstunde der Heavy Volksmusik. Sehr schön. Und wie kam es an und wie ist es gelungen euch? Es war ein traumhaft schöner Abend. Wir erinnern uns da immer gerne noch dran und es gibt ein paar schöne Bilder, die wir auch leider nicht mehr zeigen können, weil sie zu verwerflich sind. Nee, war ein super schöner Abend und natürlich kam es dann so weit, dass gleich jemand daherkam und sagte: Mensch, das war cool, was ihr da macht. Wir wollen nochmal ein Konzert veranstalten und dann kam es zum dritten und vierten Konzert und wir haben jetzt mal gedacht, ach, eigentlich, das macht echt Spaß, und das machen wir doch nochmal. Ja. Und dann nahm das Ganze seinen Lauf, ja. Ja, sehr gut. Ja, und deine Musikkollegen, die waren dann alle gleich sozusagen dabei oder muss man da jemanden überreden, die ja vielleicht auch die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben, um Gottes Willen, was macht man da jetzt? Das wäre eigentlich das Verständlichste, oder? Wenn einer vorher richtige Rockmusik spielt, dass der sagt, du, bleib mir vom Hals mit deiner Volksmusik. Aber das war auch einer der vielen, vielen Glücksfälle bei den Troglauern, dass wir alle gesagt haben, ey, das macht so einen Spaß, wir machen da weiter und geben da weiter Konzerte. Und ja, dann kam eins zum anderen und irgendwann, das war dann, ich glaube 2008, 2007 kam dann ein sogenannter Scout von Sony von der Plattenfirma und hat sich das mal angehört, was wir da treiben auf der Bühne. Kann ich mir auch noch genau erinnern an das Konzert. Und der kam dann nach dem Auftritt dann in den Backstage-Bereich und hat dann gesagt: Mensch, so schlecht ist es nicht mal, was ihr da macht. Und dann kurz drauf war dann ein Plattenvertrag vorgelegen und dann waren wir alle vor der Entscheidung gestanden. So, machen wir jetzt weiter. Wir hatten alle gute Berufe, teilweise Lehrer, Betriebswirt, Versicherungsfachwirt, alles Mögliche. Und da standen wir vor der Entscheidung: So, was machen wir jetzt? Machen wir weiter? Setzen wir alles auf die Karte Musik und machen es richtig oder machen wir es weiterhin so nebenbei? Und ja, und das war auch wieder einer der großen Glücksfälle. Es haben alle gesagt: Komm, wir haben jetzt die Chance, wir nutzen sie und schauen einfach mal, was dabei rauskommt. Und jetzt sind es mittlerweile, nächstes Jahr feiern wir das 20-Jährige. Genau, und wie wir gerade vorhin festgestellt haben, immer noch die gleiche Besetzung. Also da hat sich noch nichts verändert, oder? Das ist auch so ein Punkt, wo wir froh und dankbar sind, dass wir immer noch die gleiche Besetzung haben. Und ist auch einer der Glücksfälle, die wir bei den Truglauen haben, weil es wäre normal, dass mal irgendwann einer sagt: Du, meine Lebensplanung sieht anders aus, ich entscheide Genau. mich für was anderes. Aber bisher haben alle gesagt: Nee, macht Spaß, wir machen weiter und ja, hoffen wir auf die nächsten 20 Jahre. Genau. So wollte ich gerade auch sagen. Dann auf die nächsten 20 dann. So ist es, genau. Genau. Und dann ist es euch wohl gelungen, auch noch, also gut, TikTok-Hype mit eurem Song Fendt. Das ist gerade auch ja in aller Munde. Ja. Speziell letztes Jahr durch die Laila, also die Melodie von Laila, Genau. da habt ihr den Ja. Fendt sozusagen draus gemacht, ne? Genau. Genau. Das war ja auch so ein großer Hype. Wir waren ja in Würzburg, gab es ja dieses Verbot von Richtig. Laila, das durch ganz Deutschland ging. Und genau an diesem Tag, an diesem Abend, hatten wir ein Konzert in Würzburg beim Kiliani-Volksfest. Da sind wir zusammen mit Radio Gong immer zugange am Montag. Und wir waren auf dem Weg zum Volksfest in Würzburg. Und dann kam plötzlich eine WhatsApp nach der anderen: Ah, ihr dürft das Laila nicht spielen, ihr müsst aufpassen, das ist gerade verboten worden, ihr dürft es nicht spielen. Alle haben uns da gebrieft, ja, nicht spielen, wir hätten es sowieso nicht gespielt. Und dann hat natürlich das Publikum, als wir dann gesagt haben: Leute, wir dürfen es nicht spielen, haben die komplett das Singen angefangen und das Video ging natürlich dann viral durch ganz Deutschland und ja, hat uns auch viel Feedback gebracht natürlich. Klar. Und dann, was ich auch sehr spannend finde, ihr seid wohl die einzige Band, die bei MTV in Lederhosen aufgetreten seid.
Das gab es auch nie. Das ist tatsächlich so. Nein, das gab es vorher nie. Ich glaube, es gab es danach auch nicht mehr. Jetzt muss man natürlich erstmal erzählen, was MTV ist. Viele jüngere Zuschauer wissen wahrscheinlich gar nicht mehr. MTV war damals der große Musiksender. Und da gab es eine Sendung mit Joko und Klaas, gab es damals schon. Und wir Troglauer waren da eingeladen, in Lederhosen bei MTV einen Song zu spielen. Sind da nach Berlin, war das damals, nach Berlin geflogen, sind da mit unseren Lederhosen einmarschiert bei MTV und die haben alle geschaut, was ist denn jetzt los? Hat sich da jemand vertan? Wieso kommen die Lederhosen? Und war ein sehr schöner, crazy Auftritt dort. Ja, sehr toll. Wunderbar. Ja, also das waren jetzt bloß mal so ganz kurz ein paar Facts, die wir da hier in unserer Pressemitteilung bekommen haben. Ja, jetzt darf man ganz kurz so deine Kollegen mal schön namentlich da mal kurz vorstellen. Wer spielt was? Wie seid ihr instrumentiert? Was gehört dazu? Genau. Die Troglauer sind 5 Personen. Am Schlagzeug haben wir einen Willi Seitz, der eigentlich auch Thomas heißt. An der Bassgitarre haben wir einen Niki. An der E-Gitarre haben wir den Danny. Und am Akkordeon und am Gesang haben wir den Mikey. Und ich mache auch parallel Akkordeon und Gesang. Der Mikey spielt noch Akustikgitarre, hätte ich fast vergessen. Sehr gut. Und so tourt er wirklich durch die Lande. Als wir jetzt gerade den Termin hier noch vereinbart haben fürs Interview, hat das Management gesagt, also wenn, dann musste ich jetzt die nächsten 2-3 Tage noch rausgreifen, weil sonst sind sie nämlich Tourschulen jetzt die nächste Zeit auf Reisen. Ja. Das ist natürlich schön, wenn man so unterwegs sein kann. Also und gerade jetzt gerade die Pfingstzeit jetzt ist Hochsaison und da sind wir jetzt die nächsten 6-7 Tage am Stück unterwegs. Ist natürlich anstrengend, aber macht natürlich Spaß. Es geht jetzt los, am Freitag haben wir einen TV-Auftritt bei der Abendschau, bayerischen Fernsehen. Dann Samstag sind wir im Bayerischen Wald, Sonntag geht's nach Österreich. Dann sind wir hier in der Oberpfalz, ein kleines Heimspiel. Dann geht's, wo geht's dann hin? Nach Niederbayern. Ich habe die Termine, muss ich jetzt zugeben, nicht einmal alle im Kopf. Da muss ich selber immer auf troglauer.de gehen und muss nachschauen, wo es denn heute hingeht. Genau. Also du hast gerade Stichwort gegeben, troglauer.de, da findet man was drauf. Und wo seid ihr denn sonst noch zu finden? Weil ich denke mal hier heutzutage Social Media gehört bei euch mit Sicherheit auch dazu. Ohne Social Media geht nichts mehr. Ich war ja früher eigentlich kein so großer Freund davon, muss ich jetzt ehrlich zugeben. Hab mich aber mittlerweile eigentlich, macht's mittlerweile Spaß. Es ist natürlich, also wir sind TikTok, Instagram, Facebook und YouTube Reels und was noch alles. Es ist schon Arbeit, aber ich sage immer, das Positive dran ist, man kann halt jetzt in direkten Kontakt mit den Fans gehen und kann sich da austauschen und per heute morgen Abend gehen wir wieder live auf den Kanälen. Das ist einfach, das gab's halt früher nicht, dass du so direkt an die Fans rankommst und die dir Feedback geben können und du da reden kannst und schreiben kannst. Ja, das ist schon ganz gut. Auf alle Fälle, ganz klar. Ja, also hier nochmal die CD ans Herz gelegt, Troglauer. Jawohl. Troglauer, CD, ganz genau. Es gibt auch eine Troglauer Fanbox. Yeah. Ja, okay. Die schaut aus. Die ist fast noch interessanter. Was ist denn da alles drin? Ja, da ist ein Haufen Zeug drin. Wir packen die morgen sogar aus in unserem Livestream. Okay. Da ist eine Bauchtasche drin, lese ich gerade. Ich darf da noch nichts verraten. Also, da ist ein Haufen Zeug drin, klappert auch. Da werden wir morgen aufmachen und schauen, was da drin ist. Sind ein Haufen Sachen drin und natürlich gibt es die ganz normale CD. Yes, genau. Das ist genau. So ist da es. Sind insgesamt 18 Songs drauf. So das viel? Ist ein Haufen Holz. Ja. Also stammen die eigentlich alle aus eurer eigenen Feder oder wer steuert bei euch die Musik bei und die Texte und so? Wir
haben das große Glück, dass wir, also wir geben, wie sage ich denn, Input oder Zündung von Themen, wo wir uns vorstellen können, machen da selber teilweise die Songs, haben aber Songwriting-Teams, die Okay. uns mit zuarbeiten oder wo das dann in Co-Produktion entsteht, wo wir sagen, ach nee, bei dem Song wird man da noch was ändern oder wir wollen das so machen. Habt ihr noch Ideen, was man da entsprechend drehen könnte? Und da entsteht immer eine ganz schöne Zusammenarbeit und holen wir uns immer Input von außen noch. Ja, wunderbar. Na, hoffentlich gehen da die Ideen auch nicht so schnell aus und es gibt noch viele tolle, gute Titel. Und ja, na, würde ich sagen, wünschen wir euch einfach alles, alles Gute, viel Erfolg mit dem neuen Produkt wiederum. Wie viel sind eigentlich bislang entstanden? Das ist Tonträger? die siebte CD, die wir jetzt Okay. veröffentlicht haben. Und da, das ist auch so eine Zahl, wo ich immer gar nicht glauben kann. Alle sechs CDs, die veröffentlicht wurden, sind in den Top 100 von Deutschland Aha. gewesen. Und die letzte war sogar in den Top 20 auf Platz 19 gelandet. Und das ist immer schon was, wo wir dann denken, Alter, wir kleine Band aus der Oberpfalz, haben da so einen Mega-Erfolg oder ja, kaufen so viele Leute die CD, dass wir auf Platz 19 deutschlandweit landen. Das ist schon immer wieder faszinierend für uns. Enorm, ja. Glückwunsch dafür. Genau. Ja, Dankeschön. also, wie gesagt, euch alles Gute. Grüßt die Kollegen schön. Und ich hoffe, Dankeschön. wir sehen uns irgendwo mal wieder live bei irgendeiner Fernsehsendung. Wäre auch mal schön. Genau. Oder vielleicht mal im Terminkalender schauen. Vielleicht seid ihr irgendwo auch in meiner Nähe. Wer weiß. Also, Okay. lieber Thomas, lieber Dommel, dir alles, Yes. alles Gute. Und danke fürs kurze Gespräch und den Zuschauern sage ich natürlich auch danke, dass ihr dabei wart. Und jetzt darfst du noch deine Schlussworte richten. Lieber Frank, ein großes, großes Dankeschön, dass ich heute bei deinem Promi-Geflüster dabei sein durfte. Hat mich sehr gefreut, war ein sehr schönes Gespräch und ich hoffe, wir sehen uns tatsächlich bald mal auf einem Konzert oder bei einer Fernsehsendung. Und bis dahin sage ich Servus miteinander. Ciao, Sandy Truglauer.